Herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. So, weiter geht's. Ist ja ein richtiges Großprojekt geworden. Mittlerweile. Dauert schon so jetzt ungefähr 2 Monate. Dann wird es auch langsam Zeit, dass wir zum Ende kommen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das heute was wird, aber... wieso bin ich denn eigentlich so angeschlagen? Ich schätze, meine nächsten 2 Streams werden wir es wohl zum Ende kriegen können. Bin sehr gespannt, was noch auf uns wartet. Hallöchen, Alina. So. Was geht jetzt hier ab? Ich hab keine Ahnung mehr. Da unten liegt auf jeden Fall noch ein Item. Da warst du noch nicht. Geheimgang versuchen? Oh. Sollen wir da mal auf die Treppe springen? Jo. Dann hier runter? Warte mal, was ist denn hier oben? Oh Gott, ich muss erstmal wieder... Ich habe keinen Plan mehr, was hier abgeht. Steuerungstechnisch, hallo. Lebt tatsächlich weiter. Muss da nochmal ablaschen, den Guten. Goldene Rune 12. Nehme ich doch sehr gerne. Oh, what the fuck? Er knallt mir erstmal akkurat eine. Achso, der steht ja wieder auf, ne? Halt. Nicht. Das ist ja lästig wie eine Scheißhausfliege. Vorsicht vor links. Mhm. Ist nix. Irgendwo hat es auch mal eine Lampe. Mach die mal an, bitte. Oh mein Gott, hier ist doch mehr als einer. Nö. Echt nicht? Hier geht's auch nirgends weiter. Da geht's hoch. Oh Gott, erstmal am Rand hängen geblieben, na klar. Scheiße, da komme ich ja gar nicht mehr zurück jetzt. Das wird ja spannend. Hallo? Oh Gott, ey, was für eine Leiter. Mal ein bisschen Gas.
Alter Schwede. Okay. Große Gräbertallinie zum Aschen. Zum Aschen aufwerten. Ruhig dich. Oh. Sag mal. Habe ich wohl einen vergessen? Tja. Erstaunlich viele Blutflecken hier. Irgendwie gefällt mir das gar nicht. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Oh, hat er mir glatt den Arsch verbrannt. Alter. Huhuhu. Okay, du bist wirklich uncooler Dude. Oh, Dunkelschmiedestein 9, alter Verwalter. So. Okay, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch... eine Abzweigung da unten, die würde ich mir natürlich gerne auch nochmal anschauen. Hoffentlich schaffe ich das hier nochmal, danke. Wir waren noch nicht. Waren wir hier oben? Ja doch, wir waren hier oben schon. Scheiße. Ja klar. Nö, dann haben wir es hier. Dann gucken wir mal kurz unten. Kann ich mich da droppen lassen? Oder ist das zu tief? Na gut. Wir waren ja da drüben noch nicht. Da liegt zumindest noch ein Item. Auch noch nicht.
Ja, moin, der erste Tod ist da. Ich wollte dreimal rollen und dreimal hat es nicht funktioniert. Wo ist das Kino? Gott, ganz scheiß hier. Wieder nicht funktioniert zu rollen. Der hat mich mal rasiert. Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Fand ich besser. Okay, wo ist die Falle? Das ist mit Sicherheit noch ein zweiter. Alter! Junge! Steht er auch so beschissen hinter seiner verkackten Säule, dass man nicht von hinten an ihn vernünftig drankommt. Hau den Schaden raus! Dauert erstmal ein Käffchen. Machen wir gleich mal 349 draus. War gerade so im Flow. Beim Hochdrücken. Schön. Einmal gepennt, Seelen auf weg. Also viele waren es jetzt nicht. War nicht so schlimm, aber. Ich durfte mal rollen. Vielen Dank. Scheiß die Wand an. Die zwei Jungs sind aber ungemütlich. Siehst du mich eigentlich? Okay, wir haben einen Runenbogen. Ich guck mal, wie es bei dem läuft. Ja, okay für mich. Boah, die sind aber anspruchsvoll, die Typen. Keine Ausdauer mehr, scheiße. Na! Ich versuch's mal mit Rennen. Aber wahrscheinlich wird das auch nicht viel geiler werden. Gib mir das Item. Oh oh. Hey Mann! Leute, ihr seid Kacke. Zu zweit ist es ein echtes Problem. Alter Schwede. Ich weiß jetzt auch leider nicht so genau, wo es weitergeht. Ob das jetzt der richtige Weg wäre. Obwohl wir ja eigentlich wieder runtergehen. Aber ich würde halt schon gern alles so ein bisschen erkunden. Weil wenn wir jetzt zu hart auf den Sack gehen... Dann versuche ich halt durchzurennen.
Warte mal, was passiert, wenn ich erst den draußen wegmachen würde? Oh, klar, da. Ach ne, das ist nur einer tatsächlich. Läuft's aber gut. Junge, ist das anspruchsvoll. Schlag dauert dann immer zu lange, weißt du? So. Wie sieht es denn aus, wenn wir das folgendermaßen mal in Angriff nehmen würden? So schon mal nicht. So auch nicht. Hä? Hat der keinen Kopf oder was? Aha. Moin! Alter, der ist so asozial. Vergiss es. Okay, letzter Versuch. Sonst gehe ich woanders lang. Das ist ja wie wenn der 10 Jahre ältere Bruder dich verprügeln kommt. Das ist ja gar keine Chance. Run. Moin. Oh Gott. Wo ist er denn? Oh Gott, da ist er ja. Puh, das war knapp. Alter. Jetzt nur noch gegen Captain Arschnase. Aber erst will ich das Kack-Item haben, wenn es geht. Oh, hey, der ist so krank. Und nu? Oh, stört dich nicht. Okay. Fuck, ich lebe ja noch. Alter. Gut, die Items haben wir. Ich glaube, da ging es auch nicht so direkt weiter.
Leck mich. Ganz ehrlich. Ja gut, dass es hier Standardgegner sind, da freue ich mich. Jo, du bist ja genauso ein krasser Dude. Okay. Und angeklappert mit seiner Angeberrüstung. Ich hock mich hier mal lieber in der Ecke. Ist mir sicherer. Was geht hier ab? Oh. Okay. Upsala, Entschuldigung. Ich habe schon wieder ein bisschen nach dem Bossraum aus hier schon fast. Ist hier irgendwo noch ein Bonfire? Das wäre ein Träumchen. Oh Gott, alle Wege führen zum Boss, oder was? Ah, dunkler Ort, sehr gut. Also wenn das ein Boss ist, hätte ich auch gern. Hier schon mal nicht. Oh, nein, ihr habt mich gesehen, so ein Dreck. Hallo? Mit dem bist du ja an. Boah, sieht geil aus hier. Alter, ich wollte eigentlich nur weglaufen. Oh, hier ist noch so einer. Hör auf! Das ist schlecht. Oh Gott, das ist auch schlecht. Ja, hier ist noch ein Item. Alles klar, ich springe mal hier runter. Hat sich auf mein Gesicht gesetzt. Okay, das ist echt eklig. So, warte, ich bin hier runter. Scheiße.
Ich hätte gedacht, da wäre irgendwo noch ein Bonfire gewesen. Das wäre echt mehr als gut gewesen. An den ganzen Heimchen hier wieder so unfallfrei vorbeikomme, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal mehr genau, wo ich lang gerannt bin. Doch da liegen meine Seelen. Aber da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so geil von hier. Ich sehe auch schon wieder nichts. Moment. Nö. Das wird zu tief sein, gehe ich mal von aus. Oh oh. Okay, die Ecke, die klemmt ein bisschen, muss ich sagen. Die ist echt schwer. Ich gehe doch da runter. Ich müsste doch, wenn ich da runterspringe, ungefähr an selber Stelle rauskommen, oder nicht? Warte mal, das muss ich mir nochmal ganz kurz angucken. Ja? Wo komme ich denn hier hin nochmal? Komme ich da nicht irgendwo rüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, hier komme ich ja nicht nach links weg, fürchte ich. Oder? Ne, ne, hier ist ein Scheiß. Oh, die macht mich fertig, die Stadt hier. Okay, das ist da unten nochmal abgeräumt, aber da ging es dann halt irgendwie in den Bossraum. Ich hätte nur gern einen kürzeren Weg gehabt. Das wäre richtig nice gewesen. Wow. Alter. Hier unten möchte ich nicht gern kämpfen. Lass mal. Ich gehe. Okay, das war eine falsche Abzweigung. Ja. Wenn ich wenigstens mal... Boah. Und dann noch den scheiß Weg merken, weißt du? Also eher so hier runter. Dann hier rein? Anhalten ist jetzt verboten, ne? Oh mein Gott. Alter. Bin ich hier irgendwie?
Scheiße. Ey, hier gibt's wirklich vor dem Boss kein Bonfire. Wollt ihr mich verarschen? Ja gut, dann rein. Oder bringt mir die Seite hier irgendwas? Nee. Aber jetzt habe ich sie verwirrt. Die sind gar nicht mehr hinter mir her. Oh, hallo. War gar kein Bossraum oder was? Halt! Oh nein. Ich habe irgendwen anvisiert. Ich kann nicht so richtig. Gott, ist das eine Hasenjagd hier. Aber ich habe keine Ahnung. Ich sehe nichts. Also werden wir wohl von da den Boss machen müssen. Richtig. Jetzt hier noch irgendwo runter? Ja, da. Nee. Oh oh. Nee. Jeden einzelnen dieser ollen Ritter da besiegen, um sich da vernünftig umzugucken. Wir gehen jetzt in den Bossraum. Nochmal ganz entspannt. Ich dachte, ich krieg noch ein Bonfire. Das war leider nix. So wie diese Drecksäcke hier. Komm, ich renne in den Bossraum. Naja, klar. Hau mir eine rein. Hast ja auch nur Reichweite ohne Ende. Ging es hier eigentlich gar nicht weiter? Doch, da ging es ja auch rein. Aber hier hatte ich geguckt. Ne, hier gab es da nichts weiter. Ja, hier ist der Dude. Ich komme auch gar nicht hier rein mehr, ne? Ah. Ja, dann Scheiße. Oh oh. Was ist das? Okay, ich laufe 2 Stunden um den Bossraum rum, weil der Boss so schwer ist. Ja, mit Träne, ne? Ist er dann halt doch eigentlich fast schon easy, so wie wir ausgerüstet sind. Also der Zauber ist der Shit. Unser Drachenatem. Und die Träne ja mal sowieso. Also mit dem Boss hatte ich weniger Probleme als mit den scheiß Ritterstümpern da. Wissen ja, kommt die ja trotzdem nicht rein oder was?
GG. Danke, Chat. So, warte mal. Oh, guck mal. Das sieht ja mal geil aus. Machen trotzdem mal eine kurze Rast hier. Um wieder aufzufüllen. Was ist das denn hier eigentlich? Tapferkeit voraus benötigt. Ah, guck mal. Von hier aus geht es auch direkt mal weiter, wie es aussieht. Guck mal gegenüber nochmal. Hoppla. Super, hier ist natürlich die scheiß Grace. Warum habe ich den Weg hierher nicht gefunden? Das wäre nochmal eine super Grace vor dem Boss gewesen. Okay. Ne, bin ich nicht hier auch schon mal runtergesprungen? Ja, als ich gegen den Typen gekämpft habe, ne? Eben gerade, also diesen Doppelschwert-Heini. Ich glaube, hier runtergesprungen hat er mich weggeklatscht. Und hier wäre ich dann im Ziel gewesen. Scheiße. Ist das durchgedreht? Na ja, gut, was willst du machen? So, ja gut, dann würde ich sagen, weiter geht's hier. Vielleicht kommen ja hier mal ein paar andere Gegner. Aber die Ritter, die dich mit zwei Schlägen komplett wegtackern, habe ich nicht so einen Bock drauf. Oh, hier geht's schon wieder in 1000 Richtungen. Also in zwei, aber das reicht mir schon. Okay, lass mal auf der Karte gucken. Ich würde fast sagen, wir müssten hier so. Hier so rüber, oder? Das führt uns doch bestimmt hier so lang. Wenn wir hier einmal ganz außenrum schon gelauncht sind. Dann lass mal gucken, was hier abgeht. War das ja? Was ist da hinter mir? Das ist schlecht. Ruhig dich wieder. Oh. Sekündchen bitte. Hab natürlich vergessen, meine Seelen auszugeben. Puh, was wollte man machen? Weiß ich nicht, glaube. Geschick lohnt sich halt immer noch. Wir machen jetzt erstmal 25 Konditionen voll und der Rest geht dann rein in Geschick, glaube ich. Dass wir hier mal uns einig werden. So, 3000 Seelen ungefähr bräuchten wir noch. Was bringt ein Siebener? 2,5. Reicht nicht ganz. So.
So, ist das gut an Mann gebracht. Wenigstens mal ein bisschen gelevelt. Ansonsten ja 30 Ritter besiegt, aber nicht eine Rune mitgenommen. So, jetzt können wir hier die Jungs nochmal frisch machen. Hallöchen. Ich habe ihn schon gehört und bin auch gerollt, weißt du? Hat er mich trotzdem noch erwischt. Okay, das sieht ja sehr interessant aus. Die One-Hits sind in Ordnung für mich. Oh. Hier geht's durch. Halt. Alter, es geht ab. Das alles für einen alten Reißzahn. Junge, Junge. Okay, hier ist nichts. Hier kann man auch extremst viel übersehen, ey. Wohl nirgends hin. Das ist wohl nur zum Zurückspringen oder Runterspringen wahrscheinlich. Wer ist er denn da? Da ist aber ein großes Hackebeil. Ja, ist okay für mich. Schritte. Was kommt hier? Oh ja. Wenn du so ein langes Schwert hast, musst du ein Stück weiter nach hinten stehen, mein Guter. Hui. Oh, da ist ja noch einer. Hilfe! No, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass mein Leben schon so down war. Mist. Einmal hochjubeln, 358. Ach Mann. Da war jetzt nicht so ultra viel, glaube ich. Da war nur ein Item, wie ich das gesehen habe. Nein, hier ging es gar nicht lang, ne? Okay, jetzt sterbe ich direkt nochmal. Ich habe schon wieder den Weg vergessen, leider. Ist hier runter?
Ja, ging's. Okay, jetzt konnten wir hier die Treppe hoch. Oder liegt ja auch noch ein Item, das habe ich eben gar nicht gesehen. Schmiedestein 7. Da müssen wir mit den Dudes ein bisschen besser umgehen. Alter, das ist aber ein Stück Scheiße. Hoi. Sehr gut. Fürs gute Blitzfett sind wir nochmal hierher gekommen. Jetzt bin ich beinahe hier runtergefallen, glaubst du das? Naja gut, dann wissen wir das zumindest. Das heißt, hier führt uns das Treppchen noch nach oben. Würde mich auch gerne ein bisschen besser umschauen, aber... Okay, da drüben kannst du auch noch rein. Und dann wird es, glaube ich, hier oben interessant. Kann man hier runter? Ja, denke schon. Ah ja, okay, mehr ist hier nicht, ne? Hm. Da so nicht hoch? Nee, von da bin ich doch gekommen, allerdings von der Ebene tiefer. Ich würde doch sagen, wir gehen lieber mal den Weg hier runter. Wenn das denn geht, aber eigentlich... Ist okay für mich aus. Ach, das wäre auch der Durchgang gewesen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Oh oh. War hier nicht ein Item? Jetzt zaubert doch schon einer auf mich, oder? Das ist so krass hier in der Bude. Ich hab. Oh, ist ein Item, okay. Oh mein Gott, den will ich verkacken. Drachentalisman. Oh, Gott sei Dank. Hier auf die Karte gucken, weil der Klappstuhl da auf mich zaubert. Jetzt vielleicht? Was? Komische Geräusche gehört. Ich wollte eigentlich mal kurz mir den Drachentalisman angucken. Und dann lief auch noch der Typ mir durchs Bild. Da war ich ja ganz wieder aufgeregt. So,
Hier, Drachentalisman plus 2. Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden erheblich. Aha. Maximales Ausrüstungsgewicht. Ja, stimmt. Wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen mehr Konditionen. Könnte ich den tauschen? Ne, dann hätte ich noch große Last. Dann müssen wir tatsächlich immer noch in Kondition leveln. Das hatte ich ja ganz vergessen. Damit wir den Talisman mal ablegen können. Und uns aber trotzdem noch schnell bewegen können. Denn da könnte man durchaus einen anderen für nehmen. Okay, was für eine Kacke ist jetzt hier wieder los? Lass mal nachgucken gehen. Da ist schon mal so ein Dude, mit dem kann ich gut umgehen. Oh, da ist noch einer. Da war ich ein bisschen spät dran. Naja. Okay. Solange die Dudes da sind, machen wir auch ein bisschen Fortschritt, Gott sei Dank. Wenn hier meine Freunde mit den zwei Schwertern wiederkommen, diese ollen Ritter. Oh. Ah! .359. Ist euch schon mal aufgefallen, dass immer, wenn ich gerade mal sage, jetzt läuft's. Gibt's einen auf der Fresse. Ach du Scheiße. Und die Wege sind ja auch ganz schön aufdringlich. Vor allem, weil hier alles mit Tausenden von Gegnern gespickt ist. Da hinten waren wir, aber da gibt's auch nur diese eine Chance hier außen drin. Hier außen rum tatsächlich zu gehen. Oh, er hat mich gleich. Wow. Du kannst einfach nicht durchlaufen. Du musst in aller Geduld. Jeden einzelnen von denen jedes Mal wieder ablaschen. Oh. Und mit Geduld habe ich es ja noch nicht so. Wunder, dass ich überhaupt mit meiner wenigen Geduld so weit gekommen bin in dem Spiel. Freunde, was für ein Tag heute. Das gibt's doch gar nicht. Aber das Gebiet ist irgendwie... Wo denn der andere Penner eigentlich? Kann ich vielleicht mal zuerst ablaschen? Der geht mir nämlich so schwer auf den Sack. Ist doch so um 10-mal geiler, oder nicht? Nachdenken hilft halt auch manchmal.
Danke, Glückskind. Wir werden es schon noch durchstehen, aber ist halt kacke, wenn ich alles fünfmal spielen muss. Für euch ja auch. Komme ich da eigentlich rüber? Das wäre ja mega geil. Da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, wenn ich jetzt da dran sterben würde. Jo, das geht. Wäre schon mal die Dreckstelle da wenigstens gespart. Dann hätte doch mit Sicherheit auch da oben irgendwie. Stimmt. Du bist nicht sehr geduldig. Dann gehörst du wohl zu den ungeduldigen Menschen. Ja, bis zu einem gewissen Maße bin ich geduldig, aber. Jetzt los. Warum schreit er mich auf einmal an? So. Was war denn jetzt hier das Problem? Hier waren doch eigentlich nicht so ultraschwere Gegner. Irgendwo hier an so einem Klappstuhl bin ich draufgegangen. Aus welchen Gründen auch immer wieder. Ach so, ja, jetzt weiß ich es wieder. Weil die ja manchmal halt komplett ausrasten, einfach. War jetzt zwar nicht bei dem, aber... Was? Oh nein! Ja doch, bei dem war es, ne? Junge, wenn die ausrasten, dann kenne ich aber auch nichts. So. War ich jetzt hier hochgelatscht? Oh Gott. Ach ja, da ein, also quasi hier hoch und dann da durchs geschmeidige Tor. Meine Hoffnung, dass vielleicht nochmal eine kleine Grace für mich irgendwo abzuholen. Rasen gibt. Und geil. So, da müssen wir hin. Wie schaffen wir das?